Herzlich willkommen zum Quicktip. Mein Name ist Daniel Bäumann und ich bin Trainer der Canon Academy. Heute möchten wir euch zeigen, wie kann ich ein Bild von meinem Smartphone oder vom Tablet ganz einfach auf meinem Pixma-Drucker ausdrucken. Für das Setting heute haben wir uns entschieden für den TS5353. Den könnt ihr übrigens auch in ganz anderen Farben noch erwerben. Wir haben unser Tablet schon mit unserem Drucker verbunden. Wenn das bei euch zu Hause noch nicht der Fall ist, schaut einfach auf der Canon Academy Seite nach. Da gibt es einen weiteren Quick-Tipp, wie verbinde ich mein Smartphone mit dem Drucker. Ja, unser Drucker ist jetzt soweit und wir können das passende Papier einlegen. Ich habe mich jetzt für den Ausdruck von einem Foto natürlich für ein Fotopapier entschieden. Das solltet ihr immer hinten in den Papierschacht einlegen, weil Fotopapier immer etwas dicker ist von der Beschaffenheit. Und wenn ich das unten in die Kassette reinlegen würde, würde es beim Durchführen durch den Drucker im Grunde zu stark geknickt werden und da kann es auch ganz schnell zu Papierstau kommen. Wir nehmen uns jetzt unser Tablet zur Hand und an der Stelle für euch der kleine Tipp, startet euch erstmal die normale Canon Print App, dass die im Hintergrund laufen kann. Darüber können wir dann auch direkt wechseln in die Easy Photo Print App. Und hier können wir jetzt unser Bild aussuchen. Dafür gehen wir einfach auf die Einstellung Foto, wählen unsere Fotos aus. Ich habe jetzt hier einfach mal ein kleines Album hinterlegt, wo nur ein Bild drin ist, aber auch dieses Bild können wir natürlich drucken. Im nächsten Screen habt ihr die wichtigsten Einstellungen schon mal zu dem Druck aufgelistet, welches Papierformat, welche Papierart ist hier hinterlegt. Wir können hier oben nochmal die Anzahl der Kopien verändern, bis hin, wenn euch der Ausschnitt nicht ganz gefällt, könnt ihr unter Bild bearbeiten. Hier auch nochmal den Ausschnitt variieren. Dann einfach mit den Schiebereglern hier bis hin zu drehen. Habt ihr einige Möglichkeiten, das einzustellen. Ich breche das Ganze an der Stelle mal ab, weil ich wollte das komplette Bild einmal drucken. Und dann ist es relativ einfach. Hier unten haben wir die Schaltfläche Drucken. Wenn wir die betätigen, wird die Datei an den Drucker übermittelt. Unser Druck ist fertig und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Fotos, dass ihr zu Hause die dementsprechend druckt. Weitere Quick-Tipps findet ihr auf der Canon Academy Seite.